Hallo zu meinem Mittwochsvideo. Ich muss gestehen, ich bin immer noch etwas erschöpft, aber ich möchte trotzdem mein Video heute machen. Und ja, ich fange an und sage euch, meine Themen diese Woche sind Overloads, was ist das, und Unterstützung. Also ein Overload ist, klingt komisch, ist aber wirklich wahr, wenn alle Infos einem zu viel werden. Man muss sich ein A vorstellen, ja, am besten wie ein, ja, wie eine Kaffeemaschine. Ja, das ist eigentlich gar kein schlechtes Beispiel. Diese altmodischen, da gab es mal welche, die hatten diese Filter, diese Kaffeefilter. Und da hat man Kaffee oben reingetan und dann wurde das Wasser durchgelaufen und dann kam da eben der Kaffee unten durch. Und so ist es ungefähr bei normalen Menschen. Der Kaffee wird gefiltert und dann kommt da halt nur ein Teil raus, nämlich das, was halt raus muss. Der Kaffee. Und nicht das Kaffeepulver. Bei uns Aas ist das leider Aas gleich Asperger. Ich sage nur immer gerne zu uns Aas, weil es kürzer ist und weil ich mir so ein bisschen Zeit spare. Und weil es schöner klingt, finde ich. Bei uns Aas ist auf jeden Fall so, dass wir diesen Filter nicht haben. Also jeden Tag donnern auf uns die Informationen geradezu ein. Das heißt, wir haben auch den Kaffeesatz dann sozusagen in der Kanne. Und bei uns ist es nicht so, dass dann irgendwann das Wasser aufhört zu laufen, sondern da läuft es immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann ist die Kanne ja voll. Und dann läuft sie über. Und dieses Überlaufen ist, wenn man so will, der Overload. Wow, die Erklärung ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ein Overload, also meine Mutter sagt immer, hat mir bei unserem Gespräch, wo ich sie gefragt habe, was sie als den Overload bezeichnet, hat sie gesagt, sie findet die Zeit, also die Infos sammeln sich an, dann kommt sozusagen der Boom und das, was dann so dieses Auslaufende, das empfindet sie als den Overload. Ich als Asperger muss sagen, ich finde diesen den Boom als den Overload und das andere ist dann halt die Erholungsphase. Ich finde dann, also auch ehrlich gesagt, Overloads nicht so schön. Da ist der Kopf einfach voll und ja, du sammelst ja über die Wochen und Monate, leider kann ich nicht sagen, über die Jahre Infos an, auch wenn du es nicht willst. Ich meine, ich gehe in einen Kaffee oder in eine Pizzeria und ich will gar nicht, aber ich höre die Gespräche von 5 Tischen und zwar zur selben Zeit. Ich kann genau sagen, dass die bei meinem letzten Besuch in einem Kaffee, da haben die am Nachbartisch die einen über einen Kredit geredet, die anderen haben darüber geredet, sich neue Badfliesen zuzulegen. Wobei ich sagen muss, dass ich fand, dass er nicht so begeistert war von den beigen Badfliesen wie sie. Die Übernächsten haben darüber geredet, dass ihr Freund sie gerade verlassen hat. Und die am übernächsten Tisch, die haben dann darüber geredet, dass ihr Kind so furchtbar launenhaft zur Zeit sei. Und die am übernächsten Tisch haben dann über ihren Urlaub geredet. Und es ist für mich nicht so, dass ich dann sagen kann, ich will nicht zuhören und dann höre ich halt nicht zu. Ich muss denen zuhören, auch wenn ich es gar nicht will. Es ist nicht unbedingt das, was man so braucht. Weil, was interessiert es mich, dass da 2 neue Badfliesen verlegen wollen? Und diese ganzen Infos, die ich dann Tag für Tag sammle, oder auch heute Morgen haben sich zwei direkt vor meinem Schlaffenster drüber unterhalten, dass die eine wohl so viel Spargel isst. Wo ich mich eh gefragt habe, ist die Spargelsaison nicht eigentlich vorbei? Naja. Auf jeden Fall. Sowas. Ich krieg das alles mit. Egal, ob ich wach bin oder schlaf, mein Kopf sammelt alle möglichen Infos auf und irgendwann ist halt gut. Irgendwann kann niemand mehr.
Es ist dann so dieses Prinzip, ein Schwamm kann auch nur so viel aufsaugen, irgendwann läuft es außen unten wieder raus. Und nach so einem Overload bin ich immer erstmal ein paar Tage schachmatt. Und dann brauche ich viel Unterstützung. Auch wenn ich keinen Overload habe, brauche ich mehr Unterstützung als die meisten. Aber eben, wenn ich einen habe, brauche ich noch mehr. Für mich heißt Unterstützung, dass meine Mutter mir bei vielen Dingen, auch wenn es Kleinigkeiten sind, hilft. Aber es heißt auch, dass sie mir, ja, mich stützt. Sie stützt mit mir alles, was ich so mache, meine Projekte, meine Sachen, für die ich mich begeistere, Sachen, bei denen ich gerade total genervt bin. Meine Mutter ist gerade mindestens so sauer auf Apple wie ich, weil das iPad Pro so sacketeuer ist und ich mir sage, Mann, das ist doof. Wieso können die das nicht einfach preiswerter machen? Und da regt sie sich einfach mit auf. Und unterstützt mich auch völlig bei meinem Plan, es trotzdem mir zuzulegen. Oder auch mein Vater unterstützt mich viel. Er hat mich während meiner Schulzeit immer zur Schule gebracht, hat mich abgeholt. Es sind so Kleinigkeiten, die manchmal einem ein Gefühl von Schutz, aber eben auch Unterstützung geben. Oder auch sowas wie Unterstützung heißt auch zuhören. Einfach nur mal zuhören. Wenn jemand dir erzählt, ich bin so erschöpft, ich kann gerade nicht, ich brauche jemanden zum Reden, einfach zuhören, was er dir gerade erzählt. Es nicht zu bewerten, es nicht irgendwie zu verbiegen, einfach zuhören und zu sagen, okay, kann ich dir vielleicht da und da helfen? Oder ja. Also für mich heißt Unterstützung aber auch eben, dass wenn man nicht unbedingt den Sinn in etwas sieht. Zum Beispiel, dass jemand versteht nicht, warum muss jetzt dieses Bild da hängen. Und man trotzdem hilft, dieses Bild aufzuhängen. Einfach nur aus dem Prinzip, weil es dem anderen wichtig ist, weil es dem anderen eben etwas bedeutet. Das heißt für mich Unterstützung. Unterstützung heißt für mich auch, dass man erstmal, wenn jemand sagt, es fällt mir gerade schwer bei der Arbeit, einem nicht gleich sagt, ja, dann kündige halt, sondern einfach sowas mal hinterfragt und sagt, ja, und warum denn? Und ja, was könnte ich jetzt ändern? Oder auch einfach gute Ratschläge sind auch eine Unterstützungsform. Ich hole mir viel Rat bei meiner Mutter ein und auch bei meinem Vater oder Babette und einfach bei meinen Großeltern. Weil auch manchmal nur zu wissen, dass du jemanden hast, den du nach was fragen kannst, ist auch eine Form von, ist auch wichtig und gibt dir auch irgendwie so diesen Eindruck von Unterstützung. Unterstützung ist aber auch eben, dass jeder dir, das, naja, jetzt nicht jeder, aber so ist es eben bei mir, dass dir jeder, meine Mutter, meine Großmutter, einfach mir helfen und zwar nicht, weil es ist. Gleich von Anfang an verstehen, sondern einfach nur, weil sie merken, wie wichtig es mir ist. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht allzu oft mich wiederholt, aber ja. Es ist natürlich auch so, dass Unterstützung ist, wenn dir jemand etwas kocht, wenn du gerade nicht kochen kannst oder für dich putzt. Und meine Mutter unterstützt mich vor allem viel darin, dass sie eben für mich vieles noch macht, wo ich nicht kann. Wie Wäsche waschen. Oder zurzeit kann ich es gerade nicht. Ich weiß irgendwie. Ich werde es vielleicht irgendwann lernen. Ich lerne vieles. Ich werde vieles noch lernen müssen. Und ja, das ist auch schön, wenn man jemanden hat. Unterstützung ist auch, jemandem zu helfen, etwas besser zu machen oder etwas beizubringen. Ich muss auch sagen, Unterstützung heißt für mich, oft, dass meine Mutter mir die Welt erklärt. Ich verstehe viele Dinge nicht. Also, ich verstehe nicht, warum sagen Menschen die eine Sache und meinen was anderes. Oder wenn ich mit jemandem einen Streit habe, dann verstehe ich manchmal nicht, was der eigentlich von mir will. Und dann ist meine Mutter jemand, der für mich dann einfach dieses
Ja, ich sag so gerne immer, sie übersetzt für mich die normalen, also die normalen, die Masse. Sie übersetzt für mich, was die meisten Leute so, ja, damit meinen könnten oder eben sowas. Oder hilft mir auch bei sowas wie, was soll ich jetzt machen? Oder eben auch bei Briefen, die ich schreibe, also die wichtig sind, da hilft sie mir auch viel. Ja, ich muss sagen, ich verstehe die Welt sowieso nicht so ganz. Ich gehöre zu den Menschen, wenn ich sage, ich sage immer genau, was ich denke. Viele stört sowas, was ich irgendwie komisch finde. Aber naja, ich bin zu 100% ehrlich und sage immer genau das, was ich meine, was ich denke und was die Wahrheit. Ich bin auch eine ganz schlechte im Lügen, gebe ich zu. Ich kann es nicht. Ich kriege dann eine Stimme wie Mickey Mouse auf Helium. Und deswegen sage ich einfach aus Prinzip die Wahrheit. Oder wenn ich eben früher auf mein A angesprochen wurde, was ich aber irgendwie nie angesprochen wurde, weil es irgendwie keiner bemerkt hat. Was auch kein Wunder ist, wenn du dich fast 10 Jahre bloß in deinem Haus versteckst, da kann keiner was bemerken. Oh Gott. Wobei mich ja interessieren würde, wie meine Verwandten dazu jetzt stehen, wo ich es gesagt habe. Das würde mich wirklich interessieren, so. Einfach mal aus Interesse halber. Wobei ich wahrscheinlich, am schnellsten kommt es bei mir an, wenn man es meiner Mutter erzählt, weil die kann mir das dann wieder übersetzen, sodass ich es verstehe. Ich hab eine sehr faktische und logische Denkweise. Ich verstehe die Gefühlsregungen von anderen nicht. Ich verstehe nicht, warum jemand beleidigt ist, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Wie zum Beispiel, ich wurde mal gefragt, sehe ich in dem Outfit dick aus? Und meine Antwort war, ja. Einfach weil es in dem Moment so war. Dann war die andere Person komplett eingeschnappt im ersten Moment und ich habe mir so gedacht, ich habe doch nur dir eine Antwort gegeben. Du wolltest doch, dass ich dir jetzt darauf antworte. Also, warum bist du jetzt sauer auf mich? Und dann hat mich meine Mutter unterstützt und hat mir gesagt, warum die Person sauer auf mich ist. Ich muss sagen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, deswegen weiß ich es nicht mehr. Zurzeit bin ich nicht so gut im sozialen Dingen. Das, was wahrscheinlich am entscheidendsten ist, viele Dinge, die andere aus natürlichem Ding heraus machen, dieses zwischenmenschliche Verhalten, muss ich mir ja antrainieren und über den Kopf regeln. Also, ich weiß viele zwischenmenschliche Dinge einfach nicht und das ist eben sowas, wo meine Mutter mir dann erklären wo sie mich dann stützt und unterstützt, indem sie es mir erklärt. Das finde ich einfach das Schönste. Dass ich jemanden habe, der mir die Welt erklärt. Das klingt irgendwie jetzt total kitschig, aber ich habe zwei wundervolle Eltern, die mich in allem, was ich tue, unterstützen, die mich bedingungslos lieben. Wobei es echt schräg ist und auch ein bisschen. Das ewige Gefühlsduselige ist auch nicht so mein Ding. Ja, aber sie tun es trotzdem und es ist schön. Einfach, auch wenn du es nicht selbst so erwidern kannst, wie du es gerne würdest. Autsch, ich habe einen Spreißle im Finger. Entschuldigt, den versuche ich seit 5 Minuten rauszupulen. Oh Gott, wenn meine Mutter dieses Video Probe guckt, wird sie mir wahrscheinlich den Spreißle rausreißen. Ich sehe es schon kommen. Autsch. Das ist auch so eine Sache. Meine Mutter unterstützt mich auch insofern, dass sie dafür sorgt, dass ich gesund bleibe. Weil ich habe so oft so kleine Verletzungen dadurch, dass ich einfach kein gutes Körpergefühl habe. Ich schlage mich auch ständig irgendwo an und merke es erst dann, wenn ich die blauen Flecke sehe. Eins der ekligsten, aber auch besten Beispiele dafür ist, ich habe mir mal versehentlich einen Zeh geschnitten und bin dann fast 3 Tage weitergelaufen. Und dann nach dem dritten Tag bin ich irgendwie blöd drangekommen und plötzlich kam dann schon der Eiter raus und meine Mutter hat ihn dann schnell verarztet, ist auch alles gut ausgegangen, aber ich habe es nicht gemerkt. Wo meine Mutter dann im Gegensatz gesagt hat, es muss doch eigentlich höllisch wehtun. Und ich mir so gedacht habe, oh, ja, da war ja was. Und mich dann, ich,
ich meine, dadurch, dass ich so ein schlechtes Körpergefühl habe, habe ich mir auch antrainiert, erstmal zu sagen, au. Es kann mir manchmal, wenn ich ein schepperndes Geräusch höre, sage ich einfach mal aus Antrainiertheit, au. So sicher ist sicher. So Sachen einfach, die man tut, weil man es erstmal normal wirken will, so für Schulzeit, da kannst du nicht, kannst du schwer sagen, ich fühle keinen Schmerz, aber oder auch wenn du einfach nicht auffallen willst, dann so machst du das einfach. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Das Einzige, was ich noch sagen könnte, wo ich noch nicht weiß, ob ich es gesagt habe, aber auf jeden Fall noch sagen will, ist, diesen Freitag kommt kein Video. Das Freitagsvideo kommt am Samstag. Weil es ist ein Spezial und meine Eltern arbeiten ja noch länger. Also mein Vater arbeitet noch bis 18 Uhr oder so. Und er ist ein wichtiger Teil von diesem Dreh. Und deswegen ist es so, dass ich eben erst spät anfangen kann zu drehen und bis es dann hochgeladen wäre, wäre es sowieso Samstag. Und habe ich mir gedacht, dann lädst du es halt gleich erst am Samstag hoch. Und deswegen gibt es am Freitag auch kein Freitagsvideo. Falls ihr Fragen habt, stellt sie unter dem Video, dann kann ich sie euch nämlich beantworten. Es würde mich mal interessieren, ob ihr irgendwelche Fragen hättet, die ich euch beantworten soll. Ob ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Irgendwas, was ihr denkt, wie es bei mir vielleicht ist. Sowas wie, wie findest du denn ein Fahrradfahren oder irgend sowas. Einfach nur, damit ich mal ein Beispiel habe, was euch interessieren könnte. Weil das weiß ich einfach noch nicht. Ja, und wenn ihr es nicht auf diesem Kanal stellen wollt oder könnt, dann habe ich auch eine Facebook-Seite, die heißt Ella Bella Flur. Die verlinke ich aber auch unten in der Infobox. Und ich habe auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr gerne auch E-Mail schreiben könnt. Die heißt bell.riedmeier@outlook.com. Alles klein geschrieben. Da könnt ihr mir auch gerne Fragen hinschreiben, ist kein Ding. Ich freue mich über jede Frage, weil jede Frage sagt mir ja, was euch interessiert und was euch wichtig ist, was ich euch mal beantworten soll. Ich bin schon froh, dass ich meine ersten Fragen bekommen habe und ich plane auch auf jeden Fall bald mal ein Video dazu, wo ich Fragen vielleicht beantworten kann oder sowas. Wenn ich dann mal welche, wenn dann mal sich ein paar ansammeln. Ja, also dann bis zum Samstag wäre es dann. Dann nächste Woche ist alles wieder wie gewohnt. Ein Mittwochvideo, ein Freitagsvideo. Bis dann und ciao.